Ja, und jetzt gehen wir zu den Stars und den größten Kinomachern von Hollywood. Asylum Film Production. Was? Nein. Zur VIP Studio Tour. Warner Bros. Studios. BB. FIP. Very important, Patze. Habt ihr schon erraten, wo wir sind? Wer war eigentlich dieser Werner Brüder? Ja, ich glaube, das ist der, der die Atombombe erfunden hat. Ach, ja, das ist schön. Ja. Das sieht auch echt schön aus, wo ihr hier wohnt. So. Ja. Und hier lassen wir uns gleich mal Harry Potter seinen Zauberstab zeigen. Hallo. War das nicht der Grund, warum wir hergekommen sind? Und weil man auf der VIP-Tour nicht filmen durfte, kommen hier jetzt ein paar Fotos. Die bauen hier Brüste in die Landschaft. Töten. Er meint das nicht so. Ich meine das überhaupt nicht so. Er wollte nur die Kommentare vorwegnehmen, die jetzt bitte, unter bitte, das wenn ihr mir zustimmt, kommentiert jetzt alle in den Kommentaren. Das, und schreibt Titten. Was auch immer ihr wollt. Und schreibt egal. Titten und dann macht zwei so kleine Katzenohren dahinter. Genau das. In point 2 miles, turn left. San Diego. Wieso San Diego? Wir sollten nach San Francisco. Wieso bist du nach San Diego gefahren? Ich weiß nicht. Was machen wir denn in San Diego? Essen. Äpfel, Birnen, Möhren, Petunien. Fährt das Veteranenauto? Trauriges Auto. Trauriger Dad. Bart ist ganz arg verkältet. Musste sehr leiden heute Nacht. Zoo. Ich glaube, ich mag diesen Zoo jetzt schon. Bongo. Schwule Vögel. Und Flamingos. Wutzi, Wutzi. Das sind Wombats. Zwei dicke Brummer. Das sind allerdings Haarnasen-Wombats und nicht Nacknasen-Wombats. Nacknasen-Wombats sind noch ein bisschen süßer. Ein Baumkänguru, Königsantilopen, das sind Gazellen. Das sind die, die nicht richtig funktionieren, wenn das Handy nicht funktioniert. Eine Funkzelle. Habe ich da was falsch verstanden? Das ist ein kleiner Klippspringer. Und da ist noch ein kleiner Klippspringer. Ich kann auch so gehen. Mehr Katzen. Und noch mehr Katzen. Ganz viele Katzen. Das da oben ist ein Geistesverwandter vom Batz. Ein Geh-weg-Vogel. Weg. Tröten. Pony. Ein Abonnent. Hippo. Googles neuer Suchalgorithmus. Okay. Wir wissen nicht genau, was er da macht, aber es sieht zumindest sehr verwegen aus und ich hoffe, es macht ihm Spaß. Miezekatzen, dicker Popo. Hippo. Und jetzt schlafen.